Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Let's Play 1.8. Ich bin euer Chibi Dexter und hüpfe hier auf der Kiste rum. Nee, gar nicht, auf der Workbench. Ich hatte in der letzten Folge angesprochen, dass ich etwas vorbereiten werde, damit wir ein bisschen vorankommen. Das habe ich off-camera auch gemacht. Ich war ein bisschen Wolle farmen, ich war ein bisschen Stone farmen und so weiter. Ich war Stone farmen. Nee. Ich hatte schon bessere. Okay, wir sind eigentlich schon fast fertig mit dem Mäuerchen hier. Der nächste Schritt wird es dann sein, einen Boden einzuziehen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Schweißert ja nicht. Meh. Da hört der Bestand an Stein schon wieder auf. Au. Aber ich glaube, ich habe noch mehr. Jawohl. War super. Aber vielleicht noch Erde oder so. Ist ja nicht so, dass wir davon nichts haben. Gut. Und weiter im Text. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also viel Wolle habe ich jetzt noch nicht zusammenfarmen können. Ich glaube knapp 2 Stacks. Das wird noch nicht reichen. Dementsprechend werde ich dann auch schon morgen im Laufe des Tages noch mal ein bisschen weiter sammeln. Holz habe ich jetzt nicht dabei, sonst hätte ich gleich mal den Boden einziehen können. So, machen wir uns ein Treppchen. Right. Wir brauchen jetzt momentan keinen Stein mehr. Die Wolle brauchen wir nicht. Das kann man schon mal da lassen. Da, steck mal ein. Wo ist das Holz? Da. Blindfisch. Wo war ich stehen geblieben? Mal wieder. Keine Ahnung. Ja. Egal. Ja, ich werde noch mal ein bisschen Wolle farmen, dann im Laufe des Tages, damit das ein bisschen schneller geht, bevor ich 2-3 Folgen habe, in der ich dann eigentlich nur im Schafsgehege stehe, um dort die Schafe zu scheren und zu vermehren. Die können sich nicht wehren. Fuck! Jetzt wollte ich gerade einmal glänzen, so hier souverän einen von Stapel gereimt und in so eine Kacke. Ja, jetzt habe ich noch mehr verschissen. Egal. Ne? Oh. Ja, ich habe das auf Fratzenbook, also Facebook und Twitter schon mal kurz anklingen lassen im Laufe des gestrigen Tages. Ich bin bereits wieder dran an der Planung für ein neues Projekt. Dieses Mal wird es sich außerhalb von Minecraft abspielen, also ein anderes Genre, ein anderes Genre. Also ein ganz anderes Spielchen. Ich persönlich sehe darin ich sollte irgendwie mal aufhören, mitten in der Nacht irgendwie zu recorden. Ich scheine dann schon so übermüdet und fertig zu sein von der Arbeit, dass ich es nicht mehr hinkrieg, mehrere Sätze geradeaus ohne Versprecher an einem Stück rauszulassen. Und jetzt habe ich wieder einen Faden ver... Och, leck mich doch am Arsch, Mensch. Ja, ich sehe da genau. Ja, ich habe den Faden wieder gefunden. Ich sehe da ziemlich viel Potenzial drin. Ich habe es mir nur mal ganz kurz ein bisschen angeguckt, um mich persönlich nicht zu viel zu spoilern. Und ich muss sagen, wenn ich meine Ideen nur halb so gut umgesetzt kriege, wie ich mir das vorstelle, dann wird das einiges an Lachen für euch bedeuten. Für euch bedeuten. So. Aber ob ich es im Endeffekt hinkriege, das wird sich dann zeigen. Ich vermute mal, dass ich es frühestens am kommenden Dienstag schaffen werde, es das erste Mal aufzunehmen. Aber spätestens Mittwoch. Das auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier von irgendwelchen Idioten wieder erschreckt werde. Da gehen einige Materialien drauf, aber es lohnt sich, es lohnt sich. Das fertige Gebäude sieht dann richtig schick aus.
Für meinen Geschmack jedenfalls. Sicherlich wird es wieder den einen oder anderen geben, der sich dann denkt, Alter, hättest du mal lieber dein Dirt House behalten, ne? Ja, da werde ich fast noch ein paar Stacks mehr Holz brauchen. Das sind Dimensionen, die mir hier bewusst werden. Ist ja krass. Wenn man sich Tutorials und sowas anguckt, dann sieht das mal alles einfach aus. Ja, okay, die flattern ja auch hier so cheatermäßig im Creative Mode rum. Aber ich glaube, würde so ein Tutorial sich im Survival Mode oder so abspielen, dann wäre das schon sehr öde, weil das halt doch alles ein bisschen länger dauert und dann fällt man wieder runter, dann verbaut man sich und so weiter. Also es macht schon Sinn, reine Tutorials im Creative Mode abzuhalten. Vorne haben wir einen Spiedermann. Ja, ich habe ein bisschen mit Verzauberungen rumgespielt. Und wir haben Möhrchen zu essen. Das ist auch mal schick. So, da kann ich es hinstellen. Da auch. Das war vielleicht schon ein Fehler, aber egal. Ist halb so wild. Hauptsache, hier spawnt mir jetzt da nichts. Ne? Geh weg. Hau bloß ab. So. Na, komm hoch. Oh shit. Och komm. Warum können Zombies nicht einfach so rotzendoof sein, wie man sie kennt? Der kommt tatsächlich da hoch. Ins Gesicht. Meine letzten Feinde. Ne, zwei habe ich noch. Was man da unten sieht, das kann ich ja soweit schon mal sagen, das ist quasi dann der Keller. Das unterste Geschoss des Gebäudes. Und auch wenn ich das jetzt wieder zubaue, zum späteren Zeitpunkt wird es teilweise wieder aufgemacht, klar. Aber wir gehen dem Tutorial so nach, wie es der eigentliche Erbauer sich gedacht hat. Ups, da haben wir mal eben einen Screenshot gemacht. Ein weiteres, was mir aufgefallen, was passiert ist, ich habe, ich bin in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich die Sätze immer anfangen möchte, ich hatte das Gefühl, dass die Musik, die ich verwende in meinen Minecraft-Videos hier, so auf die Dauer jetzt langsam schon ein bisschen schnöde und öde wird, weil es im Endeffekt eine Palette aus, lass mich lügen, 10 bis 15 Songs ist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel 2, 3 Videos am Stück anhört, dann hört man wahrscheinlich schon raus, ja, immer das Gleiche. Von dem her bin ich auf der Suche gewesen nach weiteren... Entschuldigung. Nach weiteren, Music Artists, die ihre Tracks frei zur Verfügung stellen, in Gegenleistung dafür, dass sie eben lobenswert erwähnt werden in den Beschreibungen. Das ist übrigens auch, falls ihr euch fragt, von wem die Musik ist, die jetzt gerade läuft oder so, einfach in die Beschreibung schauen. Ich sehe eigentlich immer zu, dass ich alle wichtigen Informationen da reinhau, weil da sind sie einfach jederzeit zugänglich und müssen eben sehr oft auch einfach nur drinstehen, damit man einfach die Erlaubnis hat, es zu benutzen. Wie zum Beispiel bei Musik. Und ich finde das wirklich stark, denn diese Music Artists, die verlangen kein Geld dafür, dass man ihre... Moment. Ey! Mit verzauberten Bogen kommst du an, ja? Komm, Sniper-Duell. Oh, shit. Oh, fuck. Na, komm her. Bäm! Drecksack! Wenigstens hast du hoffentlich Pfeile gedroppt. Ja, die verlangen eben kein Geld. Dafür, dass man ihre Musik benutzen darf. Und erhoffen sich halt dann wenigstens irgendwie nennenswert erwähnt zu werden, um so quasi Werbung für sich selbst zu haben.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs machen das just for fun im Prinzip. Die ähnlich eigentlich wie YouTuber, also schon wieder einer. Oder war das der Fall, der vom Baum gefallen ist? Ja. Ja, ähnlich eigentlich wie YouTuber, die eigentlich auch Unterhaltung produzieren und in erster Linie dafür kein Geld verlangen. Ich meine, schaut man sich einen Komödianten an oder so, da legt man erstmal Kohle an der Abendkasse hin, bevor man den überhaupt sehen darf. Oder muss ich eine DVD kaufen. Oder geht in ein Konzert oder sonst was. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, was ich jetzt meine. Aber gerade diese Music Artists bringen eine Hammerleistung. Und diese bekommt man dann, oder diese darf man dann verwenden, ohne direkt zahlen zu müssen. Und dass man sie quasi direkt entlohnt. Das finde ich echt, echt krass. Ich finde das echt stark. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Von dem her, guckt ruhig mal bei den Music Artists, die ich persönlich verwende, also sprich Tobu oder jetzt dann auch MDK oder auch Lensko. Guckt da einfach mal bei denen auf den Seiten vorbei, die ich verlinkt habe. Ja, und würdigt einfach mal diese Arbeit, die sie da leisten. Weil ich meine, man braucht gerade für Musik schon ein Talent. Man braucht Musikgefühl, also man muss Taktgefühl und all sowas haben und Kreativität ohne Ende. Da würde, also, ich hätte nicht mal alle meine Entchen zustande gebracht. So, zu komponieren, so. So kreativ bin ich. Mhm. Und dann kommen da so Jungs an, die so Hammer-Tracks macht, wie ihr sie jetzt die ganze Zeit im Hintergrund hört. Also, das ist schon... Ne? Ja. Fuck. Ja, der MDK, den habe ich jetzt in letzter Zeit schon öfters mal gehört. Bei anderen YouTubern, dass sie eben ihn positiv erwähnt haben und gesagt haben, hey, die Musik ist voll cool, und hört ihr euch mal an. Wirklich aufgefallen war mir seine Musik noch nicht. Einfach aus dem Grund, weil sie bei den YouTubern immer ziemlich leise gestellt war. So dass wenn man, ich sag mal, auf normaler Lautstärke und nicht gerade mit Headset das Video guckt, kriegt man es gar nicht wirklich mit. Dann fiel mir... Na! Alter, dass die mich immer so durch die Gegend schubsen müssen. Oh. Da habe ich aber Schwein gehabt, dass es mir da nichts weg, nicht viel weggefetzt hat zumindest. Ja, dann habe ich es von einem weiteren YouTuber, der es wirklich das Lied aktiv in seinem Video verwendet hat, gehört. Und dachte mir so, wow, das ist ein verdammt geiles Lied. In dem Fall war das von MDK Shinespark. Wird wahrscheinlich auch gleich mal direkt im Hintergrund dieses Videos hier laufen. Und ich dachte mir, ey yo, wenn der das verwendet, kannst du ja mal nachgucken, ob es erlaubt ist, das quasi frei zu benutzen, oder ob der YouTuber eben dementsprechend eine Erlaubnis von ihm gebraucht hat. Und Tatsache, es hieß direkt, hier, pass mal auf, stammt aus meinem neuen Album, wenn ihr es verwenden möchtet, erwähnt mich bitte, hier habt ihr sogar noch, was ich auch sehr gut finde, er hat direkt auch ein Beispiel angegeben, wie er sich persönlich vorstellt, ausreichend in Videobeschreibungen oder sonstigen Wörtchen eben erwähnt zu werden. Und dann dachte ich mir, ja, geil. Stockst du deinen Bestand an cooler Musik für deine Videos noch ein bisschen auf. Und sorgst dafür, dass auch dieser Künstler weiter verbreitet wird. Also deine Musik an mehreren Örtchen gehört wird. Denn verdient hat das wirklich alle Male. Jetzt habe ich keine Axt mehr. Aber ich habe Eisen. Und ich habe Stöckchen. Also, ab zur Bench. Viel brauchen wir so... Brauchen wir eh nicht mehr. Aber ich kann hier schon mal wieder ein paar Fackeln aufstellen. Wenn auch nur ein paar. So viele haben wir gar nicht. So. Und ein paar Möhrchen noch reinschädeln. So.
Eine Axt dürfte jetzt fast noch reichen für das Holz, was wir jetzt für diese Folge zumindest noch brauchen. Die ist er noch da. Warum ist sie noch da? Wir waren gerade weg. Die ist er kaputt gegangen. Warum ist er noch da? Warum ist er... Achso, ja. Wegen dem Zombie. Klöppeln wir erstmal kurz das Holz weg, was wir hier noch haben. Vielleicht reicht das ja schon. Der nächste Schritt wird sich dann aus dem Platzieren der ersten Nether-Brick-Fences ergeben. Wie auch immer. Es ist immer toll. Ich überlege mir spontan, wie kannst du das nächste Wort richtig schön bekloppt ausdrücken und verliere dann, während ich das tue, den Faden und weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende führen wollte. Oh. Es gibt einige Bereiche, in denen der Mensch Unfähigkeit sein kann. Unfähig sein kann. Unfähigkeit sein kann. Ach. Ignoriert meine Stupidität einfach. Das ist gerade absolut abartig, was ich hier nicht auf die Reihe kriege. So, jetzt bist du aber auf jeden Fall kaputt. Es liegt einfach daran, und da fällt mir auf, ich habe schon wieder nicht auf den Tacho geguckt. Ihr kommt meistens immer in den Genuss von extra langen Folgen, wenn ich vergesse, auf den Tacho zu gucken. Jetzt kann ich nämlich nur gucken, okay, 3:03. Schätzungsweise, wie lange bist du schon dabei jetzt? Ich würde fast mal sagen, 15 Minuten. Ihr guckt jetzt wahrscheinlich unten auf den Timer von YouTube und denkt euch, wenn der wüsste. Egal. Ich würde sagen, ich platziere noch den nächsten Schritt. Nether Brick Fences. Und die ganze Wolle, die wir haben, die werde ich auch so schon mal platzieren, damit ihr ein ungefähres Bild kriegt, in welche Richtung das hinausläuft. Und dann würde ich sagen, reicht das auch. Jawohl, vom Holz her reicht das auch. Na. Morgen muss ich mal gucken, also am Montag ist ja wieder mein Wochenende, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Oder guckt bei euch hin. Ah, okay. Ich hatte eigentlich vor, schon nochmal eine Folge gleich direkt aufzunehmen, aber ich muss mal gucken, morgen ist ein bisschen was zu tun. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich werde es versuchen, auf jeden Fall, weil es macht Spaß. Wie die Sau. So. Nether Brick Fences an mich ran. Und die kommen jetzt. Dahin. Haben wir noch welche? Nö, müssen wir noch schnell welche machen. Ja, 60 Stück, das reicht erstmal. Erstmal, denn davon werden wir auch noch bedeutend mehr brauchen. So. Ups. Der ist fehl am Platz. Und nun brauchen wir die Wolle. Markieren jetzt erstmal den Bereich. 1, 2, 3, 4, bam. Eins, zwei, drei, vier, bam. Eins, zwei, drei, vier. Ichi, ni, san. Okay. Dann gehen wir hier wieder so, wie man vielleicht langsam schon erahnen möchte. Front. Mäh. Mäh.
Mäh. Ja, Wolle kommt von Schafen und die machen Mäh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn mich nicht alles täuscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. So. Na, es ist ein 1, 2, 3. Ja, man kann es langsam mal ahnen. Das ist der Eingangsbereich. Mäh. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch ganz ein Stack fast. So. Jetzt kann man sich natürlich schon so ein bisschen vorstellen. Ne? Ziemlich großer Raum. Ja. Dann geht jetzt weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ist mein Ernst. Es wird ziemlich hoch. Nom 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 nom. Ne, kein nom nom. Okay. Jap, 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 jap. Nochmal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, jawohl, das passt. Mhm. Und das brauchen wir eben alles noch. Wolle. Ich glaube, das war wirklich alles, was ich noch an Wolle hatte jetzt. Jedenfalls an weißer Wolle. Ja, leicht hellgrau haben wir noch und schwarze. Und glaube ich noch dunkelgrau irgendwo. Wenn überhaupt hier, vielleicht, ja, da ist graue Wolle, da haben wir hellgraue Wolle und schwarze Wolle. Die werden wir jetzt nicht benötigen. Ja. Es wird. Hätten wir jetzt noch eine ordentliche Arschladung an Wolle, könnte ich noch weitermachen. Aber es wird noch unfassbar, was ich an Wolle brauche. Ja. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Ich denke, mit diesen Bildern wecke ich schon etwas mehr Neugierde. Was da wohl aus diesem Projektchen hier wird, was es dann ist, wenn es fertig ist. Stelle ich mir noch hier hoch für ein schickes Bild. Ja, genau. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schmeißt Kommentare in die Kommentarfelder unter den Videos. Abonniert, haut den Like-Button. Wenn ihr es liked, liked es. Lol. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.